Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playland. Heute habe ich mal 5 Booster von Schwert und Schild Base mitgebracht. Und zwar habe ich die 5 Booster bei eBay Kleinanzeigen ersteigert. Oder gekauft, da steigert tut man ja da nicht. Und zwar hat derjenige angegeben, dass in jedem Booster ein Hit sein soll. Sprich, die Dinger sind abgewogen. Er hat gemeint, das sind die 5 schwersten aus einem 18er Display. Und die habe ich dem jetzt mal abgekauft für einen guten Preis. Ich kann auf jeden Fall sagen, unter 5 Euro. Das Booster. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen einfach mal, was wir drin haben. Ob wirklich in jedem Booster ein Hit drin ist. Es kann natürlich auch sein, dass eine Rare Card mit dabei ist, die halt ein bisschen schwerer ist vom Printing her und das dann vielleicht mal nichts drin ist, aber ich würde sagen, wir tun nicht lang rum, wir schauen einfach mal rein. Ich würde sagen, wir fangen an mit Snorlax, Relaxo und schauen mal, kann natürlich auch sein, wie gesagt, dass eine Holo mit drin ist, was auf jeden Fall möglich ist. Und da die auch schwer sind als die normalen, kann auch 2-3 Holos drin sein und gar kein Hit. Wir schauen einfach mal rein. Wie gesagt, unter 5 Euro der Booster. Und ja, warum nicht, wenn man mal die Chance bekommt, dass jemand sein 18er Display eigentlich abwiegt und dann mal die 5 schwersten Booster dann verkauft. Wir schauen einfach mal, ob wir Glück haben. Wir haben einmal eine Feuerenergie, einen Mogelbaum. Machen wir ein bisschen den Fokus auf die Karte. Kotomi, eine Energiesuche, Watzaf, Molunk, Kloptopus, Nebulak, Micro. Amphira ist die Reverse-Karte und die Rare ist ein Humanoid V-Max. Fängt ja schon mal mega geil an. Ich würde sagen, erster Pack ist gut am Start mit Humanoid V-Max. Das Coole ist, die Karte habe ich noch nicht. Deswegen ist es mal umso besser, dass wir hier Humanoid V-Max drin haben. Sehr cool. Hat sich schon mal das erste Pack auf jeden Fall gelohnt. Dann machen wir weiter mit Lapras. Machen wir wieder den Fokus drauf. Das ist doch mal schön, dass sich das erste Pack direkt rentiert hat. Und wir machen weiter mit einer Pflanzenenergie. Ein Galagieradax, ein Rotomrad, Fleckleon, Volli, ein Watzap, Molunk, Kloptopus, Nebulak, Pokécom 3.0 ist die Reverse und die Rare ist ein Zubelis V. Sehr schön. Nächster Hit, nächstes Booster. Sehr cool. Was ich mich halt frage, wenn man sich ein 18er Display kauft und dann die Karten dann abwiegt und die besten 5 Karten dann für, oder die besten 5 Booster wieder verkauft. Lohnt sich das? Man weiß es nicht. Wir machen weiter mit nochmal Relaxo. Ob natürlich im 18er Boost, im 18er Display hier 5 Hits drin sind, sei mal dahingestellt. Kann natürlich sein. Muss aber nicht zwingend. Weil ein 5 Hit 18er Display ist schon nicht schlecht. Wir haben eine Kampfenergie. Hopp. Pokécom.
Mogelbaum, Castador, Koldini, Roselia, Watzapf, Salanga, Reverse Thermopod und die Rare ist Mary in Full Art. Ja, Wahnsinn. Jo. Ich meine, die haben mich jetzt schon mit der guten Melanie getauscht, aber ja, ich meine, ich schmeiße nicht weg. Den nehme ich nochmal mit. Kann man gut zum Tauschen verwenden oder wieder zum Verkaufen. Dann habe ich hier fast schon mein Geld wieder drin, das ich hier ausgegeben habe. Ist, glaube ich, immer noch eine 18, 19, 20 Euro Karte, je nachdem. Jo. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Dann habt ihr wieder die Chance auf einen Code. Ich hau jetzt auch mal so einen Code raus, weil ich meine, für die ganzen geilen Hits viel Glück oder viel Spaß damit. Oder ja, Glück, dass ihr auch was Cooles sieht. Dann machen wir weiter mit Summer Center. Und gucken, was wir hier so haben. Wir haben einmal eine Blitzenergie, Elektroenergie, Metallplatte, Rotomrad, Amulett, Snomnium, Snomnom, Chimpep, Mushas, Galasias, Flunkiefer, nochmal ein Mushas in Reverse und die Rare ist ein Patinaraya in Holo. Das hätte halt auch sein können, dass die ganze Zeit eigentlich nur Holo-Karten kommen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mit den ganzen Karten hier zufrieden. Also wie gesagt, allein die Mary holt fast das raus, was ich bezahlt habe. Deswegen kann ich auch nicht meckern. Und wir haben noch einmal Satchian V. Oder ich meine, sage ich immer V? Das ist gar nicht V. Satchian, mein Lieblings-Pokémon aus dem Set. Von den Legenden-Pokémon her. Und wir machen weiter mit einer Wasserenergie, Luftballon, Adressbuch, Kingler, Ponita, Memion, Maracamba, Pampoli, ein Gladiantri, Nebulak Reverse und die Rare ist nochmal ein Hit mit Muruta V. Sehr cool. Vier tolle Hits. Und eine Holokarte. Das waren also die 5 schwersten Booster aus seinem 18er Display, die er mir hier verkauft hat. Für mich hat sich's mega rentiert. Mega gelohnt, wenn man schon mal so eine Möglichkeit hat. Ja, kann ich nichts sagen dazu. Allein die Mary hier. Mega geil. Und die anderen Karten natürlich auch. Einmal Patinaraya in Holo, einmal zu Pierdes V, Mary Full Art, Moroda V und Homalolit V-Max habe ich auch noch nicht gehabt. Sehr schön. Jo. Muss auch dazu sagen, man braucht natürlich Glück, dass man überhaupt so eine Person mal erwischt. Den haben bestimmt auch mehrere Leute angeschrieben. Ich war vielleicht der Schnellste oder mich hat als Erstes zurückgeschrieben. Und jo. Man braucht halt auch mal Glück, um sowas zu bekommen. Ich würde sagen, war eine super Folge. Was heißt Folge? Super Video, mein Gott. Bin gerade so gehypt von den Karten her. Und jo, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euer Green Playland. Ciao, ciao.